der beiden Mannschaften, die heute hier in der Grundburg gespielt haben. Zu meiner Linken Gästetrainer Stefan Jansen und zu meiner Rechten KFC-Trainer Uwe Meidemann. Herr Jansen, ich darf Sie gerne als Gast zunächst in Ihrem Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, schönen guten Tag zusammen. Erstmal meinen allerherzlichen Glückwunsch an Uwe zum Sieg. Ich denke, unter dem Strich ist er verdient. Wenn man, können Sie sich vorstellen, wenn man TV Jan Hiesfeld zum KFC Uerdingen kommt, nimmt man sich einiges vor. Wenn man nach 5 Minuten direkt eins von hinten liegt, dann ist das alles so ein Haufen. Meine Mannschaft war, denke ich, in den ersten 30 Minuten unwahrscheinlich beeindruckt vom Tempo, von der Aggressivität, von der Schnelligkeit der Uerdinger. Nach 32 Minuten haben wir uns einigermaßen gefangen, haben auch am Spiel teilgenommen, haben ordentlich nach vorne gespielt und bis zur Halbzeit war ich dann zumindest mit den 12-13 Minuten zufrieden. Nach der Halbzeit habe ich meine Mannschaft mit einem ganz anderen Gesicht gesehen. Wir waren, denke ich, so die ersten 15-20 Minuten der zweiten Halbzeit überlegen, haben 200%ige Torchancen, müssen das 1:1 machen, da gibt es keine Ausrede. Wenn man so klare Torchancen hat, muss man 1 machen, weil eins ist klar, viele Chancen kriegt man hier nicht. Wir haben es noch nicht mehr gemacht, Uerdingen kam dann wieder mehr auf und ich denke, so die letzten 20 Minuten war es ein Spiel, auf Messerschneide, es hätte auch mal das 1:1 fallen können, aber ich denke, das 2:0 war hochverdient. Ich muss sagen, gut ab vor der Energieleistung von Uerdingen, wir haben am Mittwoch noch ein sehr schweres Spiel gehabt, unter sehr schweren Bedingungen in Wuppertal. Sie haben mir 90 Minuten Vollgas gegeben, waren absolut agil und ich muss sagen, wir müssen uns an anderen Gegner orientieren. KFC Uerdingen wird sicherlich nicht der Gegner sein, der letztlich mit uns um irgendeinen Platz ringt. Uerdingen wird mit Sicherheit ganz oben stehen am Ende der Saison, da bin ich mir sicher. Wenn man sieht, was der Uwe hier geleistet hat im letzten halben Jahr schon, dass er jetzt so eine tolle Mannschaft zusammen hat, wünsche ich ihm auch, dass er es schafft. Ich denke, mit so einem Umfeld, mit solchen Zuschauern, mit so einem Stadion, gehört man auch einfach gar nicht in diese Liga. Und dazu wünsche ich euch alles Gute. Unser Ziel kann es nur sein, die Liga gut zu halten. Ich denke, wir haben phasenweise gezeigt, dass wir mithalten können, auch schon in der letzten Woche. Vielleicht kommt jetzt mit Union Solingen ein Ehrengegner, an dem wir uns orientieren können und den wir uns beobachten können. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Jansen. Und da habe ich jetzt KFC-Trainer Uwe Meidemann und seinen Kommentar. Ja, der Stefan und ich, wir waren gestern noch im Einsatz für einen wohltätigen Zweck. Und wie es so ist im Fußball, unterhält man sich natürlich auch mit Dusche vor dem Spiel. Und ich hatte schon ziemlich großen Respekt. Also in ihrem Heimspiel, also im Auftaktspiel, müssen sie sehr, sehr gut gespielt haben, genau gegen eine Mannschaft von Remscheid, die sicherlich alles andere ist als Kanonenfutter. Wir werden sicherlich nicht jetzt in Euphorie verfallen. Wir haben gesagt, ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese 3 Punkte hier behalten, das haben wir geschafft. Und die Art und Weise, wie wir das die ersten 30 Minuten gemacht haben, dass wir sehr kompakt waren in der Breite und in der Tiefe, hat mir das richtig gut gefallen. Da müssen wir natürlich hinkommen, dass wir das 70, 80 Minuten spielen. Ich denke, wir hatten auch noch eine Vielzahl von Tormöglichkeiten. Es war klar, dass es hinten raus auch eine Kopffrage werden könnte. Aber ganz besonders freue ich mich auch für den Onur, der in den 10 Monaten, wo wir zusammenarbeiten, sehr, sehr viel gelernt hat. Und ich habe immer gesagt, wenn du auf den Torwart gehst, der Torwart kommt schnell raus, leg dir den Ball vorbei. Er hat es ein bisschen spannend gemacht, er war ja nur noch von der Grundlinie ein kleines Stück entfernt, aber es hat er klasse gemacht. Die Mannschaft hat sich diesen Sieg redlich verdient und was mich ganz besonders freut, wir wollten was gut machen, gerade die erste Halbzeit von Wuppertal, die sehr, sehr schlecht gelaufen ist. Aber wir müssen uns langsam mal von dem Gedanken lösen, dass wir hier jede Mannschaft bestimmen. Ich glaube, dass diese Liga noch ausgeglichener mit den Aufsteigern besetzt ist. Ich denke, die Mannschaften, die letzte Saison aber abgestiegen sind, dass eine ganz andere Qualität ist. Und ich bleibe dabei, wenn wir immer zu 100% die Spiele angehen, dann könnte man eine erfolgreiche Saison spielen.